Jo, nice. Yeah! So Leute, hier, Knieöl vom Leo ist. Ich messe in meinen Bauchnabel. Jawohl! Also es gibt noch andere Variante vom Bunny Hop und das wäre der Bunny Hop aufs Hinterrad. Das wäre jetzt für das Ding ganz interessant. Und zwar stellt euch mal vor, hier wäre nichts drin und so weiter und so fort. Und man möchte gleich weiterspringen oder wie auch immer. Manchmal braucht man das, also auch bei kleineren Stufen, dass man direkt auf dem Hinterrad landet. Und funktionieren tut das eigentlich folgendermaßen. Normaler Bunny Hop, aber Gewichtsverlagerung ein bisschen weiter nach hinten, dass man einfach ein bisschen hecklastiger ist. Mhm. Und wenn man auf der Kante landet, Hinterradbremse ziehen. Beim normalen Bunny Hop fährt man ja weiter und hier muss man ganz kurz stoppen und wichtig ist, dass man hier eben die Hinterradbremse zieht. Okay. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal kurz an, dass ihr seht, was ich meine. Das wäre eine Variante, die man noch probieren kann. Okay. Yeah. Jawohl. Genau. Also das wäre hier noch so ein Zusatz oder Variante, aber ist natürlich fortgeschritten in Technik. Aber es geht Vorderrad, Hinterrad oder normaler Bunny Hop. Ja, sollen wir mal gucken, wer hier ist. Hallo! Hallo! Na, wer seid ihr? Ich bin Luca. Hi! Ich bin der Jonas. Hi! Andi Schuster kennt ihr auch? Ja. Ich bin der Andi, servus, hi! Hi! Servus, auch mich kennst du auch, oder? Ja, ja, cool. Aha. Sehr schön, können wir einen Foto machen. Und du bist ja hier der YouTuber. Ja, YouTuber und er ist halt ein richtiger Profi, ein Trial-Profi. Yeah! Jawohl, sehr schön. Dann das Tri-Bike. Jawohl, der wird. Ich glaube, der wird. Jawohl. Ah, war nicht ganz dran. Versuch's mal mit meinem Bike. Jo. Dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Versuchen wir mit den Händen Richtung Himmel, Richtung Mond, immer zur Sonne. Immer Richtung Sonne, da wo wir hinwollen. Okay, okay, klar, weil ich bin so still. Und dann Vollgas nachziehen. Jawohl! Okay, jetzt war nicht da hinten, aber zähl erstmal. Ja, der war nice. Der war okay. Schön, ja. Was hast du jetzt gemacht oder was hast du jetzt anders gemacht? Ich hab's halt, wie du gesagt hast, ein bisschen nach vorne gezogen. Ja. Weil mein Kopf denkt halt als die ganze Zeit wieder nach vorne klappen, weil ich Angst habe, nach hinten zu kippen natürlich, ja, weil ich es nicht so gewohnt bin. Und das muss man ein bisschen überwinden. Und der Trick gerade, wie du gesagt hast, Lenker zum Himmel ziehen. Ja. Das hat so mental ein bisschen so die Stütze gegeben, genau, dass ich das ein bisschen umsetzen konnte. Ja. Und noch eine Zeit lang, kurzen Moment auch nur so stehen bleiben konnte. Ja. Also da gehört Übung dazu, so ganz so schwer ist es nicht, aber sehr wichtig und sehr fundamental fürs Trialbiken. Ja. Ne? Und man kann sich von der Bewegungsamplitude, also von der Entfernung einfach von den ganzen Bewegungen ruhiger ein bisschen öffnen mal, also dass man richtig weit mal geht, weil man meint immer, man ist oft eingeschränkt, weil man glaubt, das ist schon das Limit, aber es geht noch so viel weiter. Ja. Und das kann man, das sieht man dann oft sehr gut von der Seite. Und beim ersten haben wir gesehen, da war es noch weiter unten und beim zweiten jetzt das Vollgas geben nach oben und das merkt man dann gleich. Genau. Ja. Oder bei den ganzen Bunny-Hops, bei den richtig hohen, auch beim Trial-Biken, also da steht man zum Schluss wirklich so Kopf zwischen den Händen oder zwischen den Armen und Hände ganz nach oben. Ja. Genau, so geht's. Aber super ausgeschaut, ja. Okay. Sehr gut, danke. Und ja, ich wollte noch einen Special-Trick machen und schauen, ob du den auch kannst. Okay. So, Anni, jetzt zeige ich dir erstmal einen Trick. Da bin ich ja gespannt. Jetzt mit den kalten Füßen. Den kenne ich da irgendwo her. Den habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was kommt. Ja! Der ist aber geil. Aber das hast du schon mal gemacht oder kennst du? Ich habe den selber ehrlich gesagt noch nie gemacht. Na, mal geil, eine Challenge, ob du direkt fährst. Für die Zuschauer, den habe ich noch nie probiert. Never ever. What? Ja. So, mit dem linken Fuß musst du den Sattel packen und hochziehen. Ready? Ja. Okay. Jawohl. Jawohl.
Ja. Das ist halt so ein Trick, den muss man einfach immer wieder probieren, bis man es schafft, gell? Da baut man so einen Ehrgeiz drauf auf. Yeah! Jawohl! Jawohl. So. Ja, cool. Jetzt hast du auch was von mir, gezeigt. Aber der ist geil, den habe ich noch nie. Den wollte ich aber. Ich habe den auch mal bei dir gesehen, glaube ich. Ja. Schon bei dir, ja. Ja, Alter! Okay, Andi, noch was für meine Zuschauer, was leicht zu erlernen ist und auch für mich nochmal zu verbessern, der Backwheel-Hop. Der ist ja sehr wichtig für den Trial und ich kann es schon ein bisschen, also ich kann so 3, 4, 5 Mal auf dem Hinterrad kann ich springen, aber irgendwann verliere ich dann die Balance. Ich weiß noch nicht genau, was ich da falsch mache. Jetzt hier meine Zuschauer, wenn ihr Sven Kamera kennt, der ist auch ein bisschen Trial gefahren. Ich versuche ich das mal ein bisschen nachzumachen, weil er macht den Backwheel-Hop mit einem kleinen Pedal-Kick. Ja. Also dass man kurz die Bremse löst, dass du nach vorne springen kannst. Ja. Das kannst du mir gleich im zweiten Step zeigen, aber erst für die Zuschauer, wie kann man am besten einen Backwheel-Hop erlernen? Alles klar. Also für den Backwheel-Hop selber eignet sich am besten, dass man das mit so einem kurzen Endo, mit dem Endo einleitet, also kurzes Bremsen übers Vorderrad, Hinterrad, also Gewicht nach vorne verlagern, Hinterrad hochheben und dann beim Zurücklehnen einen Lenker mit nach oben ziehen und das Gewicht auf das Hinterrad verlagern. Okay, ich zeige euch das mal kurz. Schauen wir das mal an. Okay. Okay. Ich versuche das jetzt mal für euch und der Andi guckt, was da noch verbesserungsbedürftig ist. Genau. Jawohl. Jawohl, hat gut ausgeschaut. Zweimal, ja. Und dann kippe ich wieder nach vorne. Okay, na, hat super ausgeschaut. Und Gewicht noch ein bisschen weiter nach hinten verlagern. Mhm. Weil du hast ja gemerkt, diese 2-3 Sprünge kannst du deswegen machen, weil du wieder nach vorne fällst. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt was machen? Pedal Kick. Ja, genau. Hast du gerade vorgesagt, ja. Okay, also eigentlich hättest du jetzt einen Pedal Kick machen müssen. Ja. Oder eben beim Endo noch ein bisschen kräftiger dann mit nach hinten ziehen, ja, dass du einfach mehr Gewicht nach hinten bekommst. Okay, jo. Ich versuch's nochmal. Jo. Jawohl! Okay, okay, na, war gut. In der Luft getreten. Aber man hat jetzt hier ganz deutlich gesehen, dass du ein bisschen mehr Gewicht, genau, mit nach hinten bekommen hast. Verlagert. Das war ein Sprung mehr, glaube ich, wieder. Genau. Ja. Also ich glaube, ich tendiere eher dazu, langsam nach hinten zu springen. Ja. Weil mit der Bremse lösen, in den Pedal Kick Drop, ja, das habe ich mit dem Tri-Bike gemacht. Mit dem 20 Zoll und. Jawohl! Ja, ja, genau. Ja, es gehört noch ein bisschen Übung dazu. Okay, aber der war jetzt stabiler, der war nochmal stabiler, oder? Vom Feeling her auch. Ja, weil ich ein bisschen weiter nach hinten gegangen bin. Genau. Ich habe immer, ist das richtig? Also ich habe es jetzt bei dir anders gesehen und zwar habe ich mich angewöhnt, die Arme immer durchzustrecken. So ein bisschen wie beim Mini und beim Manual. Ja. Bei dir habe ich aber gesehen, dass du ein bisschen gebeugt hast. Ja. Das hat eigentlich den, in Anführungszeichen, Vorteil. Also wenn du das Rad näher an dir dran hast, dann hast du nicht so einen langen Hebel und beim Auf- und beim Abspringen zieht man auch ganz leicht am Lenker auf und ab. Und wenn du das näher bei dir dran hast, dann ist das einfach die ganze Sache ein bisschen kompakter. Ja, ja. Also man könnte es theoretisch auch mit gestreckten Armen machen, aber ich würde es eher mit gebeugten empfehlen oder so mag es ich. Und da schaut es auch ein bisschen schöner aus, finde ich. Ja. Weil dann ist es ein bisschen stylischer, wenn man hier so den. Was ich jetzt noch probieren will, ist das Ganze mit dem Tri-Bike. Ja, auch ein guter Tipp, wenn ihr die Technik wirklich lernen wollt, probiert das mit dem Trialbike, dass ihr das Feeling bekommt. Ja? Einfach dieses statische auf dem Hinterrad springen und dann kann man übergehen wieder aufs Enduro oder aufs Hardtail und so weiter. Aber es bringt schon ein bisschen was, ja, oder zumindest fürs Feeling. Ja, ja. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal kurz an. Okay. Du machst auch gar nicht so hohe, ne? Sondern ganz kleine Hops. Ja? Genau. Also man kann es auch höher, aber dann ist es wieder anstrengender. Ja, ja. Genau.
Okay, jetzt pass auf, jetzt machst du das gleiche auf dem Vorderrad. Auf Frontwheel Hop. Geil. Also Leo macht hier gerade seine Special Slide Technik. Jawoll! Wie heißt das Ding? Das habe ich letztes Mal mit meinem Mountainbike gemacht. Wie heißt das Ding? Wie der Trick heißt? Ja. Weiß ich nicht, wie heißt der? Slide to Tailwhip. Tailwhip? Und dann wieder draufsprung. Ich habe es letztes Mal mit meinem Mountainbike gemacht und dabei habe ich mir die Bremse rausgerissen. Oh. Die Leitung. Ah, wegen der Leitung, okay. Ja, also. Warte, jetzt muss ich mal wieder zurückdrehen. Und dann hast du Frostschutz ins Gesicht bekommen. Frostschutzmittel. Ich bier's gleich nochmal. So, erstmal den Deck wieder hoch. Okay. Jawoll. Ich bin alles gut, also. Füße statt Ski. Und wie ist es vom Feeling her? Das ist einfacher bei Springen zu hoch. Ja, genau. Also lockerer Springen. Also ganz locker springen. Jawoll. Ja, das war eh schon ein Pedal-Kick mehr oder weniger. Ja. Genau, ein bisschen kompakter noch. Und ganz viel Körperspannung. Es ist extrem anstrengend, das Ding eigentlich. Jawoll, geil. Jawohl. Mit Pedal-Kick sogar. Also ein bisschen, ich muss sagen, damit geht der Pedal-Kick ein bisschen einfacher. Ja. Weil beim gefederten Mountainbike tritt man so ein bisschen in die Federung rein. Und da muss man ein bisschen Gefühl voran. Jetzt für mich. Für den Andi ist es egal, der kann beides sehr gut. Aber so für den Anfang mit einem Hardtail, ja. Also vielleicht auch mit einem Cross-Country-Bike, wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als mit einem Fully. Genau. Also gönn ein bisschen Übung dazu, für mich auch. Ich mach's halt nicht oft. Ein bisschen Übung dazu, dann kriegt man jetzt richtig gut hin. Genau. Andi, spring mal für die Jungs die Mauer hoch und mach mal ein bisschen was da oben für die Zuschauer. Hau mal jetzt raus, ein bisschen Show. Jetzt macht der Andi seinen Job. Mach jetzt deinen Job. Ja, das war's für den Tag hier in Würzburg mit dem Andi Schuster. Wie gesagt, der Andi hat auch einen YouTube-Kanal. Was hast du da für Videos, Andi? Genau, also schaut einfach mal auf den Kanal, wie gesagt, es gibt Action-Videos, vor allem im Street-Trial. Ich mache auch Enduro-Trial, solche Sachen, also so Mischung und Show- und Fahrtechnik-Geschichten gibt es auch. Also wenn ihr Sachen lernen wollt, ich habe ein großes Tutorial, das ist mittlerweile schon älter, aber glaube ich, kommt ziemlich gut an und ist auch ja, für die ganzen Basics super und schaut gerne nochmal vorbei. Ja, also Link zu seinem YouTube-Kanal in der Videobeschreibung und auch mal Instagram abchecken beim Andi Schuster. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder rein. Haut rein. Ciao. Ciao.